Servus zusammen und herzlich willkommen zurück zu Sonic Generations, einer neuen Folge. Und wir springen in Modern Sonic ins Geschehen. So, ein paar Mikrofonhänger gerade und jetzt schauen wir mal. Das Boss-Tor ist noch zu. Warum? Ja, weil wir noch einen Boss-Tor-Schlüssel brauchen. Und ich glaube, das erste, was ich machen wollte, war der Chaos Emerald. Den habe ich nämlich noch nicht geholt, ne? Muss ich nochmal schauen, wo der war. Ich glaube, da müssen wir gegen Blaze antreten. Ne, gegen Silver meine ich natürlich. Ja, genau. Sonic, bist das wirklich du? Oder bist du nur hinter den Chaos Emeralds her? Sieht ja auch cool aus, der Typ. Und es ist ein Gegnerduell. Demzufolge werden wir das jetzt auch angehen. So. Ja, das mit der Feder kennen wir ja schon. Wieder mal ein Running Gag, was? Wow, 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 wow. Oh shit, der kann fliegen. Silver the Hedgehog versus Sonic the Hedgehog. Ah, jetzt check ich das. Autos bewegen sich etwas, bevor sie fallen. Halte die Augen auf und fall. Okay, das ist so ein reines Gegnerduell, wo ich wirklich draufhauen muss. Ich brauche mal Ringe jetzt. Ja, Treffer! Ja. Wow. Laufe über die Autos, um so schnell wie möglich zu Silver zu kommen! Nimm das! Wie ist das? Nein, jetzt bin ich gestorben, so ein Scheiß. Ja, ich habe ein bisschen Schwierigkeiten, hier Ringe zu sammeln. Treffer! Komm, schnapp dir ein paar Autos. Gib auf! Come on! Nimm das! Ja! Ja! Wie ist das? Verdammt! Jetzt habe ich wieder keine Ringe mehr. Endlich habe ich wieder ein paar Ringe bekommen. Komm, 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 komm. Ja. Treffer. Hat er noch was drauf? Spring. Ja. Ja.
Ja, bis jetzt läuft das gut. Bringt ihr uns noch eins? Treffer! Ja, schon wieder. Nice. Ein paar Ringe wären noch cool. Meteoriteneinschlag. Shit, 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 shit. Nein, jetzt hat er mich mit dem Scheiß noch getroffen. Ach komm, ich bin doch richtig gesprungen. Ich hatte nur das Schweif noch getroffen. Treffer! Wir zählen die Leben, oder wie? Ja, das ist schlecht. Das heißt, wir werden hier noch ein, zwei Leben verlieren, wenn ich Pech hab. Treffer! Ein paar Ringe wären cool. Ah, oh Mann, gib mir Ringe, gib mir Ringe! Ja, danke. Ja, voll ins Face! Ja, gerade noch so. Es läuft wieder gut. Wir sind relativ weit wieder im Level. Treffer! Wir können mir den Turbo Speed auch nicht einholen und ihn am Boden nochmal treffen. Das haut auch nicht hin. Meteoriteneinschlag! Treffer! Das war's, jawohl. Schön. Hat gut geklappt. Und wird sogar noch eine A. Nice. Silber besiegt. Schönes Ding. Der Chaos Emerald ist unser. So. Dann rück das Ding mal raus, Silberchen. Haben wir jetzt schon alle? Einer fehlt noch, ne? Einer. Okay. Hier ist was mit Blaze. Was müssen wir denn da machen? Blaze, Feuer und Flamme. Durchquer die Flamme mit der Hilfe von Blaze und gelange rechtzeitig zum Ziel. Klingt cool. Dann versuchen wir das mal. Ich denke, danach werde ich noch eine Herausforderung probieren. Das wird dann so dieser eine Part sein. Vielleicht wird er ein bisschen länger mal. Mal sehen, der letzte Part war ja auch schon relativ lang. Ruf mich mit der Y-Taste. Ja! Das ist ein Feuermann! Drücke die Y-Taste, um Blaze zu Hilfe zu rufen! Es
soll ich da stehen bleiben? Ja, das ist aber ineffizient. Ja, das ist der Scheiß, ne? Zählen hier Leben? Nein. Ja, das ist scheiße. Ah, sie kann ein bisschen vor mir sein. Man kann hier gar nicht so schnell machen, weil die braucht ein bisschen. Nein! Ach komm! Hatte ich einen Speicherpunkt oder sowas? Ne, gibt's ja bei Herausforderungen nicht, ne? Ach komm, so ein Scheiß, jetzt fall ich da schon wieder runter. Let's fail Sonic Generations. Willkommen zurück. Ja, es wird unübersichtlich, weil wenn ich mich darauf konzentrieren muss, wann Blaze kommt. Habe ich nicht mehr viel Zeit, mich darauf zu konzentrieren, wo ich denn gerade hinspringe. Ja, genau das ist das Problem. Ach. Ist der echt cool, Blaze und so, aber kannst du ein bisschen schneller sein vielleicht? Das ist an sich schon ganz cool gemacht. Also ich finde es auch super, dass man die anderen Charaktere mit einbindet. Aber diese Stelle hier zum Beispiel ist zum Kotzen. Da bin ich jetzt schon 4-mal runtergefallen. Jetzt muss ich mal bedenken, was ich hier machen soll. Ach komm, da war ein Spalt, der vielleicht vom Programmierer gar nicht beabsichtigt war und ich rutsch da durch und fall runter. Seht ihr den Spalt da unten rechts? Da kann man doch gar nicht reinfallen, ey, und ich fall da durch. Holy shit. Das verspricht lange zu dauern, diese Herausforderung. Jetzt sind wir gleich wieder an dem Punkt, wo ich dauernd sterbe. Okay. Oh boy, oh boy. Immerhin sind wir jetzt ein ganzes Stück weiter. Ah, es gibt ja doch Speicherpunkte. Alter, wenn ich da jetzt runtergeflogen wäre, wäre ich richtig sauer gewesen. Kaboom. Weißt du, nicht da reinlaufen.
Das ist jetzt nicht euer Ernst. Fuck, 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 fuck. Jetzt treffen mich diese Vögel mit ihren Scheißdingern da. Oh. Was war das denn? Schier endloser Hass. Oh, geschafft. Ich habe sogar noch A geschafft. Oh mein Gott. Ich war ja richtig gut, obwohl ich dauernd gestorben bin. Ah, oh, Wahnsinn. Okay. Naja.